Ja, die Kleiderkammern des Deutschen Roten Kreuzes rufen dringend dazu auf, jetzt Winterbekleidung zu spenden. Es werde sehr viel gebraucht. Der Landesbischof der Nordkirche, Gerhard Ulrich, hat heute zu Solidarität mit den Flüchtlingen aufgerufen. Sie einzugliedern sei eine große Herausforderung für alle, auch für die Kirchen, sagte er bei einem Festgottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin. Das 25-jährige Jubiläum zur Deutschen Einheit haben heute in Lübeck-Schlutup mehr als 7000 Menschen gefeiert. Sie trafen sich an der Grenzdokumentationsstätte. Der THW Kiel. Die Mannschaften blieben lange gleich auf, aber am Ende entschieden die Kieler das Vorrundenspiel der Champions League für sich mit 27:23. Die SG Flensburg-Handewitt hat seit 9,5 Jahren nicht mehr beim THW Kiel gewonnen. Muslime in ganz Schleswig-Holstein haben heute in ihre Moscheen eingeladen. Sie beteiligten sich an dem bundesweiten Tag der offenen Moschee. FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki geht davon aus, dass die Harzer Nordbank den Steuerzahler 20 Milliarden Euro kosten wird. Für mögliche Transaktionen müsse allein Schleswig-Holstein 5 Milliarden Euro Cash auf den Tisch legen. Dabei könne es um die Abwicklung der HSH oder eine vermeintliche Rettung gehen. In den kommenden Jahren kämen weitere 5 Milliarden an Verlusten hinzu. Kubicki rechnet damit, dass die EU noch in diesem Monat wichtige Entscheidungen zur Zukunft der HSH Nordbank treffen wird. Kritik dazu kam von der Gewerkschaft Verdi. Kubickis bösartige Kommentare würden dem Unternehmen und den Arbeitsplätzen schaden. Er habe vom Innenleben der Bank keine Ahnung und die Zahlen seien pure Spekulation. Wegen der Verbreiterung der A7 muss bei Quickborn ein Tunnel unter der Autobahn abgerissen werden, genauer in Ellerau. Deswegen ist dort die AKN-Strecke sowie die Bahnstraße gesperrt. Zierhübsch, Gabi, wäre das was für dich? Ja, ich habe leider nicht so eine Badekappe. Schlagendes Argument, dann geht's natürlich nicht. Aber du wolltest ja heute baden gehen, warst du? Das war anderes Thema. Kalt und neblig am Morgen. Kalt und neblig am Morgen. Dienstag kannst du dich, glaube ich, einfach hinstellen, auch 16 Grad und nass. Das ist quasi das Gleiche. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend, freuen uns, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Und hier im NDR Fernsehen geht es jetzt weiter mit der Tagesschau. Bis dahin. Tschüss. Ich kann halt so ein bisschen voll.